Schnuckis, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen YouTube-Video. In dem Fall eine Sondersendung, denn ich möchte euch hier ganz gerne einmal mitnehmen in die neue Halle und mit euch eine Roomtour machen. Schnick, schnack, schnick, schnack. So, vielleicht werdet ihr den Anfang gleich schon kennen, denn ich werde jetzt hier nicht nochmal die ganzen Sozialtrakträume zeigen, sondern einfach nochmal den Ausschnitt aus dem letzten Tagebuchteil hier mit einfügen. Dann habt ihr nämlich einmal hier diese ganzen Räume schon gesehen und danach starten wir mit dieser Tür, denn da geht's in die heiligen großen Hallen. Schnuckis, ich bin richtig aufgedreht, aufgeregt, komplett fix und fertig und gehypt. Ich hab's euch ja gesagt, diese Woche passiert hier was ganz Aufregendes. Ich habe einen Mietvertrag unterschrieben. Ich befinde mich gerade in den baldigen neuen Teenie-Schnickschnack-Hallen. Und es ist so ein unfassbar krasses Gefühl. Wir werden größer, wir haben mehr Platz. Wir können uns jetzt mehr drehen und wenden. Und die Halle ist der Knaller, Leute. Also ich stehe jetzt hier im Flur und würde euch ganz gerne jetzt einmal hier vorne nur so ein bisschen die Sozialtrakte zeigen. Es ist wirklich sensationell. Ach, ein Neubau. Richtig schön, alles für uns niegelnagelneu. Toiletten, gut, da braucht man jetzt ja gar nicht so viel zeigen eigentlich, ne? Es gibt hier sogar eine Dusche. Und auf der anderen Seite auch. Ja, also ihr habt ja mitgekriegt, das Ganze wächst und wächst und wächst hier bei uns. Mittlerweile sind wir ja schon bei mehreren Packfeen, die mir helfen, auch einigen Aushilfen und so. Und ich bin immer wieder noch fasziniert und überrascht, wie krass sich das hier alles entwickelt hat und was hier los ist. Unfassbar. Ja, also hier sind wir nochmal in meinem Büro. Ich kann jetzt noch nicht so viel großartig hier rumfilmen. Da aus dem Fenster steht mein Auto und so. Das muss man ja alles jetzt nicht so sehen. Nur mein Schild und Co. Hier ist nochmal ein Fenster. Da zeige ich auch noch nichts. Das mache ich dann fürs nächste Video. Und hier drüben, also das war, habe ich es gesagt? Mein Büro? Ja, mein Büro. Und ich, oh, da stelle ich mir, ach so, das muss ich euch noch kurz zeigen. Da muss ich nochmal kurz zurückgehen. Denn ich stelle mir das so richtig schön vor, dass hier in dieser Ecke vielleicht so ein Schreibtisch über Eck steht, an dem ich normal arbeiten kann und auf dem meine Diamond Painting Ecke eingerichtet ist. Und es ist ein Raum, der dann nur mir gehört. Und da wird nicht angefangen, drin rumzumuschern, mit irgendwelchen Mystery Boxen packen oder sonst irgendwas, sondern das ist mein Saal, mein Raum, Saal, vor allem Saal hier. Mein Raum, mein Reich. Und ja, das, ich habe hier alles schon bildlich vor meinem inneren Auge alles eingerichtet und kann es kaum erwarten, dass wir von hier aus arbeiten. Das wird aber noch ein bisschen dauern, denn es sind hier noch einige Umbaumaßnahmen, die gemacht werden müssen. So, hier sind wir dann in the kitchen. Eine Einbauküche kommt hier noch ran. Unter anderem, ne, wie ich gesagt habe, Einbauarbeiten müssen noch gemacht werden. Das heißt, die Küche kommt hier noch rein. Und dann sehe ich hier auch schon so einen ganz großen Esstisch mit so Office-Stühlen drumherum, wo wir dann hoffentlich auch mal alle zusammen gemütlich Mittag essen können. So der Traum und der Plan. So, jetzt habt ihr alles einmal schon gesehen, was hier vorne so los ist, links und rechts. Und jetzt gehen wir hier einmal rein. Oh Gott, wenn ihr schon mal guckt, wie hoch hier die Deckenhöhe ist. Oh Gott, es ist so cool. Ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen pixeln, wenn ich hier, oder ich halte mal hier so die Hand vor, dass man nicht gleich alles so von draußen sieht. Wir haben hier eine riesengroße Halle, Leute. Und auch da muss ich ein bisschen pixeln. Oh mein Gott, ist das heftig oder ist das heftig? Das hier wird die neue Packstation. Ich habe alles schon in meinem inneren Auge wirklich komplett eingerichtet. Ich weiß schon ganz genau, wie es aussehen soll, wie es mal werden soll. Und wir haben hier so viel Platz. Leute, es halt hier noch so krass. Und hier geht's weiter und auch hier habe ich schon genau einen Plan, was hier alles so hinkommt. Ach, wir müssen noch mal was mit den Fenstern machen. Daneben ist nämlich so ein Bürokomplex, die können halt auch genau reingucken. Das hätte ich ganz gerne noch mal ein bisschen abgeändert. Ja, Schnuckis, das Ganze ist jetzt für uns. Für uns, für uns, für uns. Extra viel Platz, Riesendeckenhöhe. Also es kann jetzt nichts mehr schiefgehen.
Jetzt kann die ganze Ware kommen und sie wird kommen. Sie wird kommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wann ich diesen Teil hier veröffentlichen werde. Entweder ihr habt schon mitbekommen, dass die Ware schon angekommen ist, oder ihr habt das Video vorher gesehen und die Ware kommt erst noch. Ach, bla bla bla, ist vollkommen wieder kompliziert. Ich rede mich im Kopf und Kragen. Also, Packstation, da drüben wird die Ware angeliefert und da oben, da ist noch ein weiteres Schmuckstück, worauf ich so stolz bin. Ich finde das so genial, denn wenn wir mal hier hochgehen, da habe ich ja auch schon den nächsten Plan. Hier kommt ein Open Office hin. Das bedeutet, wir sitzen dann jetzt hier oben und drucken fleißig Etiketten. Und ich sehe auch schon vor meinem inneren Auge da hinten die Stefanie sitzen mit dem E-Mail-Support und mit Retouren. Dann hat sie ihre ganzen Regale, so mit Ersatzsteinchen und sowas. Und wir werden dann hier irgendwo sitzen und eure Etiketten fleißig drucken. Und wenn wir denn mal kontrollieren wollen, was da unten so los ist, dann stellen wir uns hier hin und sagen, Entschuldigung, wird hier auch gearbeitet. Ey Leute, es ist wirklich einfach nur genial. Ich muss sagen, ich habe einfach nur eine kleine Halle gesucht, die ich untermieten kann, dass man eben die Ware da abstellen kann. Und da habe ich alles 10-mal hin und her gedacht und gesagt, das ist aber nicht die Lösung. Unsere Packstation ist einfach zu klein. Selbst wenn ich die Ware woanders unterstellen kann und sie regelmäßig dann in die andere Halle hole, habe ich das Problem, dass die Packstation einfach nicht mehr zulässt und da kein Platz für weitere Regale ist. Und deswegen musste ich jetzt einfach handeln. Es ist riskant. Ich bin natürlich auch, dass ich sage, hey Mensch, kannst du das? Ist das was? Aber ich habe so viel Vertrauen in mich und auch in euch, dass ich denke, Diamond Painting ist einfach ein Hobby, das stirbt nicht einfach so aus. Das wird immer noch weiter praktiziert und gemacht und ich springe jetzt einfach ins kalte Wasser und wage diesen Schritt und bin einfach mal mutig und guck mal. Nee, was heißt, ich guck mal doch, ich weiß, dass das klappen wird. Ich glaube an mich und ich glaube an euch und ich glaube an meine Packfeen und dass das hier eine ganz, ganz geile Sache werden wird. Und oh Gott, und stellt euch mal vor, da so eine Lounge-Sessel noch und so eine kleine grüne Pflanze und oh, nee, wirklich, ich bin, ihr merkt es vielleicht, also ich bin sprachlos über die Entscheidungen, die ich hier so treffe. Aber andersrum denke ich so, komm, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und wenn es eben so ist, dann ist es eben so. Aber ich wollte es nicht unprobiert lassen. Und tja, nun ist es passiert, Schnuckis. Jetzt ist es passiert. Der Mietvertrag ist unterschrieben, jetzt gibt es kein Zurück mehr. So, ich kann euch noch erklären, dass hier oben noch komplett Teppich reinkommt, ne, damit wir das auch schön gemütlich haben. Und auch hier unten in die Packstation kommt Teppich. Das ist einfach gemütlicher und ich mag das auch, wenn die Mädels sich hier gut und wohl fühlen. Und so ist der Plan. Hier vorne lassen wir das mit Beton, weil da eben auch das Rolltor und die Tür noch ist. Und das ist also quasi ab da, bis darüber alles voll mit Teppich ist. Auch hier oben werden noch ein paar Umbaumaßnahmen gemacht. Da kommt noch was vor, dass das alles arbeitsschutztechnisch hier safe ist. Und ja, dann kann ich es kaum erwarten, dass wir dann von hier aus arbeiten. Das Ganze wird natürlich noch eine ganze Weile dauern. Das passiert nicht dieses Jahr. Wir werden ganz entspannt im Frühjahr nächsten Jahres den Umzug machen und das langsam angehen. Ja, und dann stehen wir vielleicht genau hier an dieser Stelle mit dem Pünüppel hier und verpacken hier eure Pakete. Schnuckis. Ich freue mich drauf. In diesem Sinne, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch die Roomtour angeschaut habt. Und auch vielen Dank für euren stetigen Support, für euer Vertrauen in meine Produkte und dass ihr wirklich so treue Kunden seid. Nur deswegen können wir diesen Schritt hier machen und deswegen bin ich euch sehr, sehr dankbar. Freut euch auf ganz viele neue weitere Aktionen, die ich starten werde. Übrigens, falls ihr es noch nicht gemacht habt, meldet euch bitte unbedingt beim Newsletter an. Das findet ihr bei mir im Shop auf der Startseite. Einfach bis nach ganz unten scrollen und da habt ihr die Möglichkeit, eure E-Mail-Adresse einzugeben und euch für den Newsletter anzumelden. Ich habe ganz viele tolle Aktionen für euch geplant. Auch Prozentaktionen, wo ihr eben noch Schnäppchen machen könnt oder mal richtig doll belohnt werdet und für einen Kracherpreis im Shop shoppen könnt. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr da den Newsletter abonniert und dann auch keine Aktion mehr verpasst. Und immer auf dem neuesten Stand seid, wenn hier was Neues rauskommt. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag und ja, wir sehen uns bald von diesem Standort hier.
Tschüss.